Ja? Ja, sicher. Haben wir noch irgendwo? Ja, sicher. Was nicht? Ich weiß es eben nicht mehr wo, aber ich weiß, dass wir nicht in eine Tür reinkommen. Ja, das stimmt. Etage 30? Ach, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nervig, weil wir ja per Fahrstuhl nicht mehr in die 20 können. Nee, in die 20? In die 20 da wohl nichts mehr, außer das Ding. Aber wir könnten da nochmal in die 10 gucken. Da oben an der Tür. Ja, ja. Ich guck mal hier mal schnell. Mit der 8 vielleicht. Ja, mit Sicherheit. Ah, da könnten sie jetzt auch mal so eine farbige Karte uns geben. Dr. Marv? Oh Gott. Sieht aus wie das für ein Klopfcode, ne? Vielleicht. Na, lauf! Geben sich auch wieder sehr coole Spitzen an die Endgegner. Mhm. Oh. Wobei Black Ninja noch einer von den besseren war. Ja. Nur noch ein Karton. Dann können sie dich nicht sehen, wenn sie an dir vorbei sind. Okay, cool. Guck mal, der ist jetzt ungefähr zeitgleich mit dem oben. Und dann kann ich losdüsen. Links, rechts? Ach, da sind die Türen, okay. Ich wusste jetzt gerade nicht, wo ich lang komme. Willst du kurz nochmal in die andere gucken? Gas. So. Riechen ist keine Sache da. Kann ich das auch nicht mehr abnehmen? Das ist die andere Tür. Hm? Ach, nee, ich gehe jetzt einfach zurück. Ich weiß, dass ich da die 6 nehmen muss und dann gehe ich raus. Jetzt hast du Eier. Jetzt habe ich endlich Eier. Eier. Mach Eier. Geil. Jetzt geil. Oh. Das bist du. Ein Strich. What doesn't kill you makes you stronger. So. Sind wir wieder hier? Jetzt könnten wir, wenn du das möchtest, weil bevor wir in die anderen Etagen gehen, wieder nochmal erstmal mit der Brosche versuchen, durch den Elektrozaun zu gehen. Kannst ja auch nochmal speichern, wenn du deine Werte pflegst. Ja, das Ding ist, wir müssen wahrscheinlich zu den anderen. Ist ja okay, aber bevor wir hier weggehen, können wir das ja erstmal probieren. Macht so. Was ist das? Eine Snake? Was ist das? Eine Schlange? Die macht meine Items kaputt. Nee, nur deine Eier. Guck mal, die frisst deine Eier. Welche war's denn? Die hat gerade ein Ei gefressen. Ja, die hat's kaputt gemacht. Jetzt macht das Ding kaputt. Die frisst deine Ration. Was? Ja. Ja, scheiße. Ich bin John Carpenter, ein aufstrebender Regisseur und... Ich raus oben. Du musst vielleicht durch den Elektrozaun, damit die stirbt. Macht das Sinn? Nö, aber ich mach's einfach, weil ich habe keine Lust irgendwie. Komm, ich komm nicht klar. Probier's mal mit der Brosche jetzt, bevor du weggehst. Wahrscheinlich ist nicht verbrochen, ist das eigentlich. Ich weiß, aber. Okay. Oh, warte, was war also, die hat jetzt alle Rationen und deine Eier gefressen. Warte. Wir haben hier noch eine Tür. Okay.
Guck mal, das ist rausgekommen aus dem einen Ei. Während der Nacht schalte ich schon mal so, dass alle Laserzähne durch. Ich höre Eulen während der Nacht, das ist so unheimlich, ich kann nicht schwören. Mach das Kind. Dann gehen wir rein zum Spielen, solange uns die Erwachsenen nicht erwischen. Sie halten die Tiere in einem Raum nordwestlich von ihnen. Habe ich ein Tier mitgebracht? Was ist das jetzt, was denn da aus dem Ei rausgekommen ist? Eine Eule. Und was war das mit den Tieren gerade? Ey, guck mal, die kann deine Items nicht fressen, sondern nur das Fressbare. Das ist eine Eule. Die Schlange, meine ich jetzt. Ja, aber das ist eine Eule. Heißt das vielleicht... Fressen Eulen? Nein, das Kind hat doch eben gesagt... Die hat reagiert, als er rechts lang gegangen ist. Verdammt, ich kann die Eulen hören oder so. Vielleicht machen die jetzt den Strom aus, deswegen. Ich raff das mit der... Es tut mir leid, dass ich immer noch... Aber was die Schlange... Ja, was die Schlange gemacht hat, weiß ich echt nicht. Ne, die frisst das, aber wie wird das so los? Du kannst ja nie wieder Rationen aufnehmen. Für Endbosskämpfe und so ist das doch kacke. Wir warten noch einmal, bis die Juhu macht und dann gehen wir noch zu meinem Kind, wenn nichts passiert. Das linke nochmal, bitte, das linke Kind. Das hier? Sie halten die Tiere in einem Raum nordwestlich von hier. Ja. Und da musst du die Eule vielleicht hinbringen. Mhm. Ja. Komm, mache. Mach. Hast du denn die linke Wand, Quatsch, auf der rechts, auf der Karte, die linke Wand schon abgeklopft, komplett? So ziemlich. Warte mal, wenn das Kind jetzt die Eulen hört... Das ist total cool. Ein Ritual. Okay, dann machen wir jetzt mal, was du gesagt hast, nochmal zurück. Nordwestlich passt ja eigentlich dazu. Achso, die macht jetzt nur. Das bringt ja nichts. Wenn du dich nicht durchsprengen kannst. Mit Plastiksprengstoff. Willst du vielleicht mal versuchen, weil wir haben ja mehrere davon, einfach mal irgendwo an der rissigen Wand eine Probeladung zu legen? Vielleicht ist die ja überall kaputtbar. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich wenigstens versuchen. Ja, nee, es bringt doch nichts. Es kommt doch immer ein Zeichen. Was war denn hier oben? Eine Ration oder was war hier? Nichts. Ja, hier nichts, aber dann. Ration. Ja, die frisst du doch, die Schlange. Kannst du, okay. Nimm sie gleich. Ja, genau. Du musst sie immer gleich nehmen, ist doch auch kacke. Wenn du immer voll bist und fitzt eine Ration. Jetzt nichts. Da war in dem eine Eule drinne. Ja. Okay. Was überlegst du? Ich warte, bis du noch was macht, weil hier sind ja die zwei Typen, die hören. Sonst Strom ausmachen. Aber sie denken, es ist Nacht. Ja.
Ja, die reagieren aber drauf. Ja, der hat nur gesagt, was das für ein Lärm. Ja, nee, ganz schön beschreiben. So, mach mal mit dem die Eule. Ja, ja, warte, warte. Die Eule macht sie automatisch, ich kann nichts. Ja, ich meine, du weißt, was ich meine. Verdammt, ich werde zu spät kommen. Jetzt machst du Strom aus. Oh, genial. Aber er geht nicht. Er sagt, er wird zu spät kommen, aber er geht nicht. Ja, guck bitte weg. Oder? Krass. Okay. Das Quietsch ist an. Yes. Cool, aber wir haben es geschafft, Dank. Ne? Super. Aber der Soldat, nee, das ist aber KI-mäßig einfach schon wieder richtig traurig. Naja. Ja, also. Das ist ein gutes Rätsel, wenn man so möchte. Ja, aber die hier, wir haben schon, mein, wenn man so willst, die Metal Gear Teile, die ersten sind ein großes Rätsel, weil du oft nicht einfach nicht weißt, was du tun sollst. Oh. Oder nicht? Hm. Naja. Es gibt eine Menge Ratten im Gefängnis. Sie stehen alles Mögliche und bringen es in ihre Nester. Was mit Schwefel? Ja, ja, deswegen. Die Erwachsenen versuchen es sogar mit Schwefelsäure, um die Ratten loszuwerden. Krasse Sache, mehr um Ratten. Radikaltherapie. Radikaltherapie oder so. Das geht aber gar nicht so gut. Ach, das. Cool. Ja, dann machen wir uns das draußen her. Jetzt schleppst du die ganze Zeit eine Eule mit dir, das finde ich witzig. Ich will Schokolade, Mister. Hast du B1-Ration? Ja, Mist. Der einäugige Mann ist wie ein Vater für uns. Er mag keine Erwachsenen. Aber B1-Ration könnte die oben gewesen sein, ja, ich weiß. Ja, frisst die Schlange, ja. Ja, da müssen wir schnell sein. Na, Junge. Stimmt, die frisst ja auch nicht beim ersten Mal, ne? Ja, die hat ja ein bisschen. Die braucht ein bisschen. Aber wir gucken trotzdem erstmal. Müssen wir aber das Gebiet nochmal verlassen. Ja, ist ja nicht so schön. Doch. Bin da sehr traurig drin. Da ist der Klischee-Sand genau in der Mitte, als ob da irgendjemand drauflaufen würde. Muss ich ja nochmal irgendwie. Yes. Na gut, das passt. Ja. Musst halt an dem zweiten Gebäude unten links nochmal. Da ist gerade keine Ration. Nee, das ist ja egal, aber. Ja. Und die gibt ja dann dir eine Informationenliste für die B1-Ration, oder? Also willst du das zuerst machen? Hm? Sieht dir so aus, als würdest du das Ding zuerst machen. Was denn? Mit der B1-Ration. Ja. Anstatt das Gebäude halt. Ja, ich würd True so shit. You and your shit. Es ist Sternensand. Erleuchtet. Hell. Los. Ja. Nee, die Schlange bewegt sich ja nur unter. Ja, ja. Ja, mich. Egal. Du siehst mich, du siehst mich. In dem hier, ne? Ja, ja, hier. Was? Ey. Wie schnell war denn die Scheiß? Schnell, komm, einfach hier. Wir müssten vielleicht erstens ins Inventar gucken und dann, wenn die am weitesten von der Ration weg ist, die aufnehmen. Also genau unter der Ration, also... Ich könnte es gerne probieren, aber... Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass das so einen großen Unterschied macht. Aber das war auch jetzt sehr knapp jetzt gerade. Ja, na klar. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir dann trotzdem schnell genug sind. Wir könnten höchstens das Karton nochmal nehmen. Ja, nee, dann müssen wir ja im Inventar verbleiben und den wechseln, während das bewegt sich die Schlange.
ist ja, du hast aber auch richtig festgestellt, dass sie sich auch so bewegt. So, warte. Ja, jetzt. Ja, na klar, aber jetzt fängt die wieder oben links an. Die war rechts unten und geht dann noch. Nee, hoch. Die geht alle sechs Spalten, nämlich auch die Lern. Ja, ist doch richtig. Und sie war bei der Lern, wo jetzt die Ration ist. Die Ration ist jetzt rechts oben. Ja. Nee, es war weg. Es war weg, als du es ausgerüstet hast. Was? Ja. Oh. Und siehst du, warte mal. Ach, ich meinte nicht genau. Ja, dann müsstest du mal hier. Genau. Ja, naja, okay, die war hier. Trotzdem, das ist die Sekunde. Ja, wir können es mal einmal probieren. Einmal machen wir es noch, Leute. Und dann würde ich es so schnell ausrüsten, ihm geben und dann bist du am Arsch. Ja. Übrigens finde ich diesen einäugigen Mann, wer auch immer das sein könnte, finde ich sehr pädophil, wenn er sich über Kinder hält. Ja, das sind halt Nachwuchs. Soldaten, ne? Ja, aber. Und Soldatinnen. Ja, aber erst beim Herzen. Ich hab beschlossen. That's what she said. Das Gespräch von vorletzter Episode kommt mir da wieder in den Sinn von. Muss noch warten. Hey. Von Holly und Snake an. Du bist ja hübsch. Dachtest du etwa, ich sei hässlich? Ja. Oder vorvorletzter. Ja, irgendwann heißt. Diese Episoden vergehen wie ein Flug für mich. Oder wie ihr dich. Und jetzt ist es da. Jetzt. Olli, run! Run, boy, run. Run. This bird is not made for you. Run, boy, run. They're trying to eat this. Run, boy, run. Das ist... Ja. Na. Nicht hängen. Snake! Eater! Ich finde es witzig, dass eine Schlange, also du, praktisch alles kaputt macht. Ausrüsten? Nein! Es geht nicht. Aber was will die? Was will das Kind? Ist es eine B1-Ration? Ja, na klar. Es hat auch Schokoladenanteil. Okay, wir sind auf dem Holzweg. Damit. Ich verstehe es nicht. So, danke. Was will uns das Kind damit sagen? Ja, es hat Hunger. Die Schlange frisst das ganze Arm. Nee, du musst ja... Du musst doch irgendwo hier lang gehen. Na eben, du musst dann das... Hier meinst du? Auf den Steg, auf den linken unteren? Nee, eben nicht. Ah, okay, dann, ich sehe es. Gut. Do you understand? I understand. Understand. Wie gesagt, dass die Eule jetzt keinen Krach macht und mit uns geht, das wollte ich jetzt sagen. Egal. Machen wir hier oben schon. Nee, schon. Nochmal die Schlange. I wish I could. Oh. Bleib jetzt bestimmt bis ewig. Oh nein, ah, hier kommt sie nicht mehr. Doch, der wird kleiner und quetscht sich da rein. Guck erst mal hoch. Du musst es sogar. Du kommst doch hier gar nicht lang. Ja. Nein, der geht nicht da oben rein. Doch, du kannst. Ja, ich verstehe es schon. Aber du kannst das. Ist das gut? Dann nehme ich sie gleich, oder? Geh mal da. Warte. Jemand. Voila, Butterfly. Also, hier. Geh mal nach rechts. Sind wir da? Nee, ganz nicht. Also musst du bei der Maschine, mal damit du da oben bist. Of course, my dear. Echt? Ja, natürlich, weil sonst fangen wir irgendwo wieder an. Quatsch. So. Sei froh, wenn du dann hier anfangen kannst. Du hast, wenn ich jetzt nee, ist auch alles richtig. Du machst es immer richtig und es ist nicht geschleimt und nicht geschmiert. Es ist Tatsache. So. Guck nicht so. Guck anders. Wer ist schneller? Genau so schnell wie die Maschine. Sehr. Ah, passt doch. Kommt easy. Kommt doch eine schnelle Rast sogar noch rein. Mäßig so auf Kasten ist. Im Karton hast. Verzeihung! Was? Bein, ihr Schmoller. Rinder. Oh, geil.
Das brauchst du. Das ist doch gut. Bestimmt entriegelst du damit mal endlich jemanden, weil du hast ganz viele Fahrstühle. Ich entriegele jemanden? Ja, die verriegelt man nicht in einen Fahrstuhl. Komm, die Gasmaske hält nicht für immer. Fahrstuhlmusik! Aber lange genug. Alter, ich hab grad irgendwas gedrückt, ja? Ja, hast du? D3? Achso, willst du nicht auf D3? Du hast eben gesagt, willst du nicht gucken, ob da irgendwas rumliegt? Nein, liegt's naja, nicht. Dann, ja, ist ja gut, dann wissen wir das jetzt wenigstens. So, wir sind uns einig, ihr merkt's. So, sehr gut. Sind wir weiter.